Herzlich willkommen zu einem weiteren Zelda Montagsvideo, wo Zelda abhaut. Nein, natürlich haut sie nicht ab. Aber hier ist Zelda, wie versprochen, einmal ein Video, wo sie auftaucht und wo man sie auch sieht. Und ich habe Angst, dass sie gleich wieder direkt runterfällt, weil sie so kamerageil ist. Geh mal da runter so. Also Leute, ich entschuldige mich ebenfalls erstmal für einige Fehler bezüglich meiner Videos, die mir einige in den Kommentaren geschrieben haben, weil die Videos momentan, die drehe ich einfach ganz schnell, um irgendwas hochzuladen, weil es halt eben so ist, dass mir die Zeit fehlt. Aufgrund des Umzuges. Ich denke, dass wir nächsten Monat aber dann auch alles geschafft haben und ins Haus einziehen werden. Zelda, du kommst natürlich mit. Ich lasse dich nicht hier, Schatzi. Und ja, da ich aber gerade nicht wirklich weiß, was ich für ein Video drehen soll und weil ich gerade Zeldas Gehege sauber, ich weiß, die Kamera ist toll, sauber machen muss, weil die kleine Dame hier hat mal wieder alles total unordentlich gemacht und ihr seht, ich habe noch die andere Deko drin, die werde ich jetzt auch umräumen, aber da schon ein Gehege-Video entstanden ist, was ich sauber gemacht habe. Ich dachte, ja, was mache ich denn dann? Deswegen, Leute, werde ich euch kurz wieder mal ein Update meiner Hamstersachen spendieren und euch so zeigen, was so alles in meinem Schrank zu finden ist. Der Zelda geht's, wie ihr seht, gut. Also rückfällig ist sie jetzt nicht mehr geworden. Nur kamerageil und süß und niedlich, wie immer. Ich bedanke mich auch für die ganzen Einsendungen eurer Bilder in Facebook. Auch für mein Zeichenvideo, was bald rauskommen wird. Wirklich vielen Dank und es macht super viel Spaß zu sehen, dass ihr auch alle total viele Haustiere habt und euch dafür interessiert. Und Zelda ist mal wieder süß ohne Ende. Aber ich denke mal, ich werde sie jetzt sauber machen und dann kommt auch gleich das Video von den Sachen. Ja, ich weiß, es ist die Kamera. Die Zelda habe ich jetzt tutti completo sauber gemacht, aber das hat jetzt auch wieder ein bisschen Zeit gekostet. Die Kleine schläft gerade und ich fände es sehr blöd, wenn ich sie jetzt nochmal wach machen muss. Deswegen fangen wir auch direkt mit meinem Hamster-Zubehör-Update an oder wie immer ich dieses Video betiteln werde, das weiß ich noch gar nicht. Aber vorab eine kleine Info. Ich weiß noch nicht, ob ich hier mein gesamtes Sideboard eigentlich noch für die Lagerung jetzt benutze nach dem Umzug, weil ich habe ja gesagt, dass ich mir weitere Tiere anschaffen werde. Jetzt auch entweder meine Axolotl, das Aquarium oder eben halt weitere Hamster, weil ich habe jetzt enorm viel Platz, um mir wirklich mehrere anzuschaffen, weil hier in meinem kleinen Zimmer, da wo wir gerade wohnen. Also ich habe doppelt so viel Platz und ich habe auch extra schon was eingeplant, wie das dann alles verlaufen wird. Und naja, so Ende Weihnachten, so Januar werde ich mir halt neue Hamster zulegen, also auf jeden Fall ein. Und ja, da wird dieser kleine Schrank nicht mehr reichen, schon allein wegen der Streu nicht. Aber jetzt habe ich gerade das ganze Streu verbraucht und der ist, wie gesagt, ziemlich leer. Wer meine anderen Updates geguckt hat, der weiß, normal ist hier immer alles bis hier oben voll. Aber ja, einiges ist leider in den Müll gelandet. Wieso Müll? Wir sehen da hinten meine Kiste mit den Holzsachen. Ich hatte Holzwürmer. Da lege ich auch jeden ans Herz. Bitte guckt eure Holzhäuser oder was es auch immer gibt nach, ob da kleine Löcher drin sind, weil wenn ihr einmal Holzwürmer habt und ich habe einen Holzkäfig, ne, das ist nicht so gut. Und wenn dann wirklich alles befallen wird, ich habe natürlich sofort reagiert und alles weggeschmissen, aber da müsst ihr wirklich gucken. Ich war froh, dass hier mein Käfig eben halt nicht betroffen war, aber trotzdem, da muss man wirklich echt aufpassen. So, auf jeden Fall, ich hatte Holzwürmer. Vieles meines Zubehörs musste ich wegschmeißen. Und das sind die Reste vom Schützenfest, so wie man es eher sagt, ne? Also Streu habe ich jetzt auch nicht mehr. Werde ich auch dementsprechend nächste Mal einkaufen, wobei ich dann auch wirklich die 15-Kilo-Säcke dann kaufe, weil wenn ich mehr Tiere habe, brauche ich halt mehr Streu. Und da ist der Preis halt für ein größeres Pack eher besser. Fangen wir mal einfach hier unten am besten an, wenn ich schon die Kamera dahin halte. Es ist relativ dunkel. Das liegt auch an meiner blöden Lampe, aber wenn ich jetzt mit meiner Taschenlampe da so rein, nee, das sieht bescheuert aus, das mache ich mal nicht. Aber gut, wie wir sehen, hier ist alles Mögliche eingepackt. Hier haben wir erstmal die Sachen von mir und meinem Mais, die ich ja im Tauschpaket hatte. Und ich muss sagen, ich liebe diese Marke. Das ist, glaube ich, ach, stell dich scharf mit einer. So, das ist Dena. Welche Zoohandlung in eurer Nähe führt diese Marke? Ich liebe sie, aber niemand hat das. Also
von meinen hier in der Umgebung. Niemand. Und ich finde es richtig toll und ich möchte davon mehr kaufen, aber ich finde nichts. Also schreibt es in die Kommentare, wer von euch kennt die Tiermarke Dena. Super toll. Aber auf jeden Fall nicht ganz aufgebraucht. Und dann war hier die Grainless Nagalade, Hibiskus. Frisst Zelda auch. Also entschuldigt das, wenn meine Hände hier noch ein bisschen voller Farbe sind. Das ist wegen dem Umzug. Wegen Wände streichen und Leisten streichen und so weiter. Auf jeden Fall habe ich sie auch schon verfüttert, wie man sieht. Sie frisst auch. Zwar nicht, also sage ich jetzt besonders gerne. Das liegt daran, weil das so Kleinsimmerei ist. Und sie generell immer Kleinsimmerei dauerhaft zu fressen bekommt. Aber sie frisst es gerne. Dann muss man immer halt gerecht eben halt was abmachen. Dann haben wir hier noch den Klicker. Ja, ich habe bisher kein Video gemacht. Tut mir leid, aber ich habe auch nicht die Zeit gehabt und Zelda war ja so mega krank und die ist jetzt auch in einem gewissen Alter und ja, wenn sie immer wach wird, ist ziemlich spät, da bin ich meistens im Bett und das ist halt so. Die Klimper, habe ich schon gesagt, findet ihr eigentlich in jeder Küchenabteilung oder so, damit kann man normalerweise Cornflakes oder so halt zuklimpern, mache ich, damit die Sachen frisch bleiben. Hier habe ich einmal, ich glaube, das sind Gänseblümchen oder sowas. Die streue ich immer drüber. Frisst Zelda auch super gerne. Dann da hinten einmal hier habe ich noch von Rodipet die Kohlhirse. Warum ich die noch nicht verbraucht hat, die macht halt ziemlich fett. Und da ich nur einen Hamster habe, verbrauche ich eben halt sehr wenig. Hier auch wieder zum Frischhalten. Und hält sich eben halt super. Dann haben wir hier noch die Kamillenernte von JR Farm, auch nicht wirklich verbraucht. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass ich das an irgendjemanden verschenke, weil die Zelda, die frisst das nicht wirklich. Und für einen Hamster finde ich das eher ungeeignet, wer Kaninchen oder Meerschweinchen hat. Okay, ich sage eher für Kaninchen, weil die das lieber fressen. Hier haben wir Zeldas Transportbox. Da war sie auch heute drin beim Saubermachen. Und da habe ich jetzt nur das Rest vom Streu, was jetzt halt übergeblieben ist. Das ist das Hugo Baumwollstreu. An alle Hamsterhalter oder auch generell Tierhalter, benutzt jetzt im Winter am besten wärmenderes Streu, also auch so Baumwollstreu oder generell solche Streu und bietet mehr an, weil es halt in der Nacht auch dementsprechend kalt ist, weil man halt nicht über Nacht heizt und die Tiere sich dann gemütliche Nester bauen können. Und hier ist auch der Rest von dem Wittenmollen Qualitäts Heu. Richtig, total wenig ist da noch drin. Habe ich jetzt aber nicht weggeschmissen. Kann ich noch drüber streuen. Muss ich mal eben kurz die Sachen hier wieder hinmachen. So. Eben hier hin. Oder, ja, es fällt um. Das kann auch sein. So. Hier hinten ist halt mein Getsu. Blub. So. Mein Getsu-Labyrinth. Hält sich noch gut. Die Zelda hat es nicht komplett zerstört, wie ich gedacht habe, weil... Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Oh, ich muss die Sachen so kurz... So. Weil die Zelda, die zerstört ja sehr gerne. Wie man weiß, sie möchte die Weltherrschaft erlangen. Geht das denn hier überhaupt auf? Ah. Mit einer Hand ist das gerade so schwer. So. Aber sie hat halt nur die Treppe bisher hier angenagt. Hier unten. Sieht man das? Ja, da unten hat sie die Treppe ein wenig angenagt. Aber sonst ist das gute Stück noch vollkommen einsatzbereit. Nirgendwo haben wir hier Kloecken, wo sie halt eben halt alles benässt hat. Was halt bei diesem Holz leider nicht auszuschließen ist, weil es eben aufsaugt. Aber wie gesagt, von Getsu, super toll. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich setze es mal direkt wieder hier drauf. Ja. Ja. Apropos... Ja, ich muss jetzt gerade hier rein. Apropos Getsu, eventuell mache ich ab 5000 Abonnenten, da steht aber noch nicht fest, ein Getsu-Gewinnspiel, wo ihr dann eben halt da Sachen gewinnen könnt, weil alle sagen, mach bitte eine Verlosung und ich höre ja darauf, was ihr sagt und es kommt in sehr vielen Kommentaren vor. Deswegen mache ich vielleicht eine Verlosung davon. Muss ich aber noch gucken, momentan habe ich 4600 oder 4000, ich weiß es nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Momentan bin ich halt ein wenig wegen Umzug überfordert. Und ja, gut, hier haben wir, wie gesagt, das Rest, was mir von meinem Holzzubehör übrig geblieben ist. Und ihr müsst wirklich darauf achten, dass hier im Holz nicht einzelne
Löcher drin sind, weil dann sagen die Holzwürmer, hallo, hier sind wir, noch mehr Holz, super. Das ist eine Klopapierrolle in jedem Haushalt zu finden, habe ich mal aufbewahrt. Und hier das Nagerspielzeug, was ich in den Sommergehege-Updates benutzt habe. Nächste Woche, also nächsten Zelda-Montag kommt auch das Gehege-Update. Keine Sorge, Leute, das vergesse ich nicht. Die Brücke hat auch noch überlebt. Die mag Zelda total, weil sie wirklich damit spielt. Ist zwar ulkig, aber ich glaube, wer meine Videos schaut, der hat das auch schon mal gesehen. Das ist zuckersüß. So. Oh Gott. Also die nächsten Updates meines Schrankes und meines Hamster-Zubehörs werden auf jeden Fall umfangreicher und besser, weil ich halt dann auch mehr Material habe. So, hier ist der Rest meines Futters. Ja, oh, hier habe ich auch noch meine Keramikschüsseln hingetan. Die nenne ich mal eben hier gerade so. Okay. Hoppala. Rest des Futters. Hier ist ihr Rodiped-Hauptfutter, Senior. Die muss ja für eine alte Dame, Senior. Dann haben wir hier die Kürbiskerne. Hier nur noch in einem leckerchen Glas habe ich einmal die JR Farm Toasties und die JR Farm Haferecken reingetan, weil ich das andere Glas fürs Sandbad benutzt habe, weil Zelda ist bekanntlich ja eine Nicht-Sandbäderin. Also sie mag überhaupt gar keine Sandbäder mehr. Die ist da so eine kleine, wenn ich jetzt sagen würde, Schlampi in dem Sinne, weil sie ihr Fell nicht pflegt, weiß ich auch nicht. Also sie mag das überhaupt nicht. Die ist da irgendwie, ja. Dann haben wir hier auf jeden Fall JR Farm, den Chinchilla-Sand. Dahinter mein Rodiped Wooden Wheel, was ja leider eben halt defekt war. Also es ist ziemlich quietsch und das Öl oder Fett ist da rausgelaufen. Deswegen habe ich es halt dem Holzlaufrad nachgezogen oder wie man das sagen kann. Und ich habe es für alle Fälle noch, weil ich irgendwann auch ein Laufrad-Video machen wollte. Momentan habe ich leider dafür keine Zeit. Aber ja. Da hinten haben wir meine ganzen Hamsterbücher. So. Also die muss ich euch jetzt nicht einzeln zeigen, aber ich habe sehr viele. Ich glaube 3 oder 4 Stück. Dann hier hinten mein Mucki Mehlwürmer-Pot. Der ist auch langsam ziemlich leer, die sollte ich auch mal neu kaufen. Ich muss alles neu kaufen. Leute, freut euch auf Holz. Die werden demnächst kommen. So, hier habe ich ja den Spielball von Me and My Mice. Mein Gott, ich erwähne dich so oft in diesem Video. Schleichwerbung. Nein, egal. Dann haben wir hier mein super tolles Living World Toilet irgendwas Sandbad. Habe ich ein extra Video von gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Und ich habe auch letztens, glaube ich, weiß nicht, bei Zoo Royal oder so, kann man noch die weiteren Häuschen bestellen. Super toll, solltet ihr mal vorbeischauen. Da wollte ich auch letztens bestellen, aber habe ich dann noch nicht gemacht. Aber ich muss sowieso bald neue Sachen bestellen, ja. Hier, das hat Taro mir letztens, mitgebracht. Der hat das auch für die Mausis gekauft, unseren Farbmäusen. Ja, da kommen auch keine Videos, aber wie gesagt, Taro und ich wohnen noch nicht zusammen. Das geht nicht und ich sehe ihn halt nur sehr selten wegen Studium und wegen meinem Abi, aber ja. Und auf jeden Fall haben unsere Mausis, das sind ja momentan nur noch 2 Stück, die haben den bis hierhin komplett gefräsen und ich weiß nicht, ob Zelda das schafft, aber das ist der JR Farm Grayness Knabbernapf. Oh mein Gott, wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? Zelda, sag Hallo zu deinen Fans. Ich habe dich jetzt extra nicht wach gemacht, Schatz. Oh, das ist aber total lieb. Ja, weil ich dich liebe. Und weil du wieder fressen willst. Okay, aber ihr habt Zelda wieder gesehen. Das ist wunderbar. Und für die Kommentare, die schreiben mir, ja, du machst deinen Hamster wach. Blubblub. Seht ihr, mache ich nicht. Ja, also, weiter geht's im Text. Hier, das ist jetzt hier nicht so schön, das sind noch die Medikamente, die Zelda bekommen hat. Davon habe ich noch, habe ich noch ein bisschen übrig. Hier sind auch Spritzaufsätze und so. Ich weiß nicht, falls nochmal sowas ansteht, habe ich das mal behalten. Man kann sich ja nie sicher sein. Und hier sind die Sonnenblumenkerne. Die sind auch noch ziemlich vorhanden. Weil Sonnenblumenkerne sind ziemliche Fettmacher. Bitte nicht so oft verfüttern, sonst erleidet euer Hamster oder was auch immer an Übergewicht. Gut, da hinten sind halt sehr viele Kartons mit den jeweiligen Sachen. Da haben wir einmal meine Erdbeere, dann halt meine Näpfel und noch das Labyrinth.
Da hätte ich auch mal am besten von ein Unboxing und ein Test-Review machen sollen. Könnte ich ja nochmal beim nächsten machen, aber trotzdem sei es. Es werden auf jeden Fall auch in Zukunft irgendwann mal mehr Tests und Reviews geben, weil ich finde, man sollte auch Naga-Produkte oder generell Tierprodukte testen, damit sich die Käufer halt besser darüber ein Bild machen können. Ja, da oben in diesem Schälchen, es ist nur ein bisschen, hoppala, ist nur ein bisschen Zubehör. Das ist einmal die Kokosnuss und dann halt eine Decke. Das war ein Platzdeckchen fürs Sandbad und dann eben halt die Häufchen auf Schieber, aber die benutze ich nicht wirklich. Also ziemlich ernüchternd eigentlich momentan. Wie gesagt, sehr viel Stress und ich wollte jetzt auch nicht so viel dazu kaufen, weil eben halt der Umzug da ist und weil ich dann halt, wenn wir umgezogen sind, genau weiß, wo ich meine Sachen unterbringen kann. Und das Streu wird hier definitiv dann nicht mehr reinpassen, so 15 Kilo oder 12 Liter Säcke, das funktioniert nicht, aber gut. Ja, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich skippe mal eben rüber zur lieben Zelda. Die ist dann hier mal wieder. Hallo, Schatz. Na, willst du den Fans irgendwas sagen? Oh, die sehen alle so toll aus. Ich gucke so gerne in die Kamera. Genau. Nein, aber Leute... Boah, fall nicht runter. Aber Leute, danke fürs Zuschauen. Man sieht gerade mich hier so im Spiegelbild, aber ist auch egal. Danke, danke. Bitte schreibt eure Meinung in den Kommentaren. Wie gesagt, ich habe mich jetzt bemüht, was mit Zelda zu machen, auch wenn ich die Sachen vorgestellt habe. Aber ihr fandet dieses Update letzte Mal auch gut. Und es gab ja auch ein paar Nebeninfos. Das Bild ist nicht scharf. Das freut mich auch. Nochmal danke für Facebook über 400 Likes auf meiner Facebook-Seite. Dann noch... Oh Gott, Zelda. Dann noch einmal danke für über 150 Follower auf Instagram. Das ist auch total toll von euch. Und dann, ja, okay, freut euch auf nächste Woche, dem Gehege-Update. Da sieht das hier auch ganz anders aus wie jetzt. Zelda verdünnisiert sich gerade nach da ganz hinten. Oder, ach, kannst du dich mal entscheiden? Geht das zufällig mal? Nein, die ist jetzt wieder total aufgeweckt und dreht am Rad. Haha, was ein Wortspiel. Naja, Leute, schaltet einfach beim nächsten Zelda-Montagsvideo ein. Ich freue mich auf euch und auf Wiederschauen.